Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Island. Ja, ich bin's wieder, die Lori. Hier haben wir den Mammut. Hi. Hi, ich bin der Mammut. Ja, hi. Wer bist du? Der Mammut. Ich verstehe dich nicht. Ist nicht schlimm. Okay, cool. Ja, hier haben wir den unbekannten Lord Iro. Und ja, wir sind hier in einer neuen Stadt. Und in ja. Den Inselslums. Voll in den Inselslums. Ah! Alter, es rennt ein Zombie auf mich zu. Was mache ich? Ich sauge. Ja, ein Zombie in der Zombie-Apokalypse. Also wirklich, wo kommt der denn her? Wie kann er sich das Recht nehmen, einfach mal auf dich zuzulaufen? Ja, in einer Zombie-Apokalypse. Als Zombie. Ja, man glaubt es gar nicht. Ich bin besoffen. Ach, schon wieder? Ja. Hattest du das nicht erst letzte Woche? Ich hatte das letzten Tag schon. Ach so. Wieso tut dieser Scheiß immer umspringen? Komm, ich repariere da mal, oder? Bauplan, ja. Schocker. Schock. Oh ja, das ist sicher geil. Gefährliche Eigenbaumachete. Ich mach mal. Ich hab mal die Eigenbaumachete auf Schock umgestellt. Mhm. So. Schau mal, ob ich irgendwas kann. Ich kann nur eine Deo-Bombe bauen, das ist ja nicht so viel. Na, aber das geht auch schon. So, was ist da jetzt? Eigenbaumachete ist jetzt auch Schock. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ha! Irgendwer schreit da. Okay. Schau mal meine Machete an. Die sieht aus wie eine Machete und die brutzelt. Ja, voll. Das ist saugeil. Irgendwer kriegt da hinten Schaden. Voll, und wo müssen wir überhaupt hin? So ungefähr in die Richtung, wo die Leute da Schaden kriegen. Okay, na dann werden wir die mal verputzeln. Der wollte mich umarmen. Ja. Du kannst nicht auf jeden zugehen, der dich umarmen will. Free hugs for all. Nicht? Ja. Voll nein. Ja, nicht so. Gerade nicht für die, weil die sind ziemlich beschissen. Da ist ein Polizeifunk an, gell? Echt hier? Ah! Ja, kommt hin. Ich glaube, da ist irgendein Typ vergiftet. Die sind alle vergiftet irgendwie. Kann das sein? Ja, kann sein. Wow! Sieh dir das an. Ja, ich hab's gesehen, wie er da brutzelt. Nur geil. Nicht schlecht. So, jetzt guck ich mal, was ich jetzt hier mit dem Funkgerät machen kann. Mittleres Medikit. Kann ich nichts mehr machen. Kannst du hier irgendwas mit dem Funkgerät machen beim Polizeiauto? Warte mal, ich hab's gerade das Zeichen gesehen. Na, vielleicht geht's einfach nicht. Na, ja, kann auch sein. Ich könnte dich heilen. Ich könnte dich heilen. Oh mein Gott, ich kann mich aber auch selber heilen, indem ich H drücke. H wie Heilung. Voll. Ah! Haltet euch von der Polizeistation fern, was? Nö. Ich kann damit immer noch nichts machen. Egal. Mammut, ich habe gerade mein Messer verloren, meine Machete. Das ist schlecht. Ja. Hab ich vielleicht gerade aufgesammelt? Kannst du bitte schauen, weil... Eigenbaumachete Schock, ja. Bitte gib sie mir wieder. Danke. Nee, sehe ich gar nicht ein. Ich dachte schon, was liegt denn da Schönes? Ja. Ist aber fair von dir, danke dir. Bitteschön. Aber du weißt, ich hätte es ganz genau gecheckt. Ja, klar. Ganz genau. Ja, aber sofort. Alter, meine Machete ist schon wieder weg, oder? Nein. Ich hab sie nicht aufgesammelt. Nein, ich hab sie noch nicht ausgerüstet gehabt. Wo bist denn du jetzt? Hier. Okay, nein, ich hatte schon Angst, dass ich jetzt allein dastehe. Ja, das bist du ja auch. Ich bin nämlich hier in meiner dunklen Ecke. Alter, Mammut. Was denn? Komm her da. Ja, und dann? Und dann machen wir den fertig. Aber wir müssen hier so lang. Irgendwo. Ja, aber jetzt haben wir den da. So, hier müssen wir lang? Jo. Okay, hier durch meine Wut. Die dunklen, stinkenden Gassen hier. Okay, meine Wut ist aufgeladen. Das ist schön. Flussufer. Voll. Aber ich könnte da wirklich mal. Da.
Ist er tot? Hab ich, ja, habe ich hier sonst noch irgendwen? Nee. Aber irgendwo tut er da. Hier drüben bei den Polizeiautos. Ja, fuck yo. Das ist wieder aus, was? Ach so. Ist ja nicht cool. Nein. Das dauert immer so kurz. Aua. Willst du was? Gib deinen Kleber her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum laufen denn auch die Zombies mit Kleber herum? Ja, und wieso sind die da vergiftet? Oder und wer ist eigentlich Paul? Ja, das wissen wir noch immer nicht. Watch yourself. Alter, lass mich meinen Snack essen, du Blödes. Aber will nicht. Das hab ich schon gemerkt. Kommst du dazu recht? Ich will nämlich eher ungern mit denen zu tun haben. Ja, deswegen bin ich ja tot. Die stinken mir zu viel. Nein, du bist nicht tot. Ja doch, ich war tot. Ah, da bist du da. Ich will einfach nicht alleine. Oh geil, da ist ein Holzbrett. Aha, super. Du hast gerade meine... Du hast gerade meine $500 aufge... Geh weg! Mammut! Alter, ich war weg! Abba, wieso bist du nicht gelaufen? Ich dachte, die Entfernung reicht. Ach, ich hätte dich wahrscheinlich heilen können. Hätte, hätte, hätte. Ja. Aua! Stirb doch mal. Voll, die sind echt nervig hier. Oh! Das sind richtig kontaminierte Zombies hier. Die ganz gacken hier abgehen. Unglaublich. Alter, was geht hier ab? Wirklich, ich frag mich echt grad. Ich frag mich ja, wie haben die es so schnell gekriegt, dass so eine Stadt so schnell so heruntergekommen aussieht, wenn wir gerade erst letzte Nacht sozusagen hier in-game die Zombie-Apokalypse erlebt haben. Stimmt, voll. Ja, und schon sieht die Stadt aus, als wäre Zombie-Apokalypse schon 20 Jahre her. 20 Jahre. Aua. Okay, Feuer brennt. Nein! Ja, kann ja sein. Das sind ja völlig neue physikalische Gesetze. Nein, wow. In manchen Spielen gibt es Feuer, was nicht brennt. Ja gut, das stimmt. Das meinte ich. Ist aber lieb, dass du mir zuhörst. Alter, geh weg. Komm. Es hat Tod. Ja, es hat Tod, genau. Hörst du das? Nö. Es hat gerade ein Schläger geschrien. Dann schreien wir zurück. Mal sehen, wer zuerst wegläuft. Da ist übrigens ein Snack drinnen, gell? Falls du brauchst. Alter, geh bitte. Im Moment brauche ich noch nicht. Okay. Aber mir wird's bald. Was haben denn die da Stock abgenutzt? Also irgendwie befinden sich die ganzen Waffen nicht auf unserem Level. Nee, absolut und gar nicht. Ja. Absolut und gar nicht. Aber sowas von. Ein scheiß Hydrant. Wer mag denn schon Hydranten? Okay. Ich glaube, wir müssen uns wirklich hüten vor dieser Polizeistation. Ach Quark, da wird einfach die ganze Polizei hier niedergemäht. Ja, aber die gehen da schon richtig ab anscheinend. Sieht zumindest so aus. Was? Na, Alter. Hör uns mal zu. Ich geh da rein. Mammut? Ja? Ah! Nein! Ja, wie willst du denn da schießen? Wir hatten was von Schießen gesagt. Ich geh da rein! Charge! Einer hat tot. Und schon habe ich eine Pistole. Wirklich? Ja. Muss ich nur schießen können. Ja, ich werde die ganze Zeit abgeschossen.
Falls du Gesundheit brauchst, hier draußen ist was, gell? Hier sind auch jede Menge Snacks. Okay, na, mit Batterien kann ich jetzt viel anfangen. Gibt's da noch eine Waffe? Nee. Okay. Hm. Na, dann wird das sicher total toll. Lade nach! Oh Gott, ich bin gerade aufgeregt. So, ist doch alles tot. Bist du sicher? Relativ. Die Musik läuft noch. Nein, die Musik. Ah, hier kommen neue. Ah, fuck. Ich kann mich nicht wehren. Bam, kritisch. Über 2000 Schaden. Na gut. Ich hätte auch keine Waffe. Bam. Mammut, du bist zu stark. Nein, ich habe nur eine Handfeuerwaffe. Ah. Das hat nichts mit Stärke zu tun. Ja. Es ist nur typisch amerikanisch. Mehr nicht. Ah, jetzt hast du auch eine Waffe. Da! War mal auf hier. Verformte Pistole. So, was willst du? Tankanführer. Da passt. Mittelmäßige Pistole. 213. Da. Passt, ich geh mal da runter zu dem Punk. Mhm. Nimm mal den Ammo auf. Oh Gott. So, hier unten ist alles gesichert, soweit. Ja. Ich hab noch eine Tür. Da geht's wieder raus. Bin mir nicht ganz sicher. Wie schaut's bei dir aus? Ich hab eine Waffe und Munition. Mir geht's gut. Okay. Einigermaßen. Ah, da bist du. Hier passt. Mammut? Ah, da bist du. Wir haben hinter uns Gesellschaft irgendwo in den Räumen. Wirklich? Mhm. Sollen wir hingehen? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also da kommen wir wieder raus. Wo bist du? Bin bei der Treppe. Ja, warte mal, dann mache ich da wieder zu. Wir müssen zusammenbleiben. Also ich will zusammenbleiben. Du willst zusammenbleiben? Ja, mit dir. Ach so. Ist auch noch mit mir. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Fahrst du mich gerade? Ein bisschen. Geh doch scheiße. Ja, jetzt gerade schlecht. Jetzt. Was willst du? Mao-am. Ich brauch Mammut. Ich brauch Ammo. Ammo. Ich brauch Mammut, wollte ich gerade sagen. Ja, das macht mir echt schon Gedanken hier. Ja, mir auch gerade. Das entwickelt sich da in eine Richtung, wo ich eigentlich lieber einen Zombie hätte und weniger Mammut. Eine Hausfrau ist gleich 5000. Ja, weißt du, was ich meine? Nee. Das sind schon wieder Nackerte. Oh. So. Brauchst du irgendwelche riesen Snacks oder darf ich die haben? Na, die kannst du haben. Ganz sicher? Mhm. Okay. Kann man das auch ausschalten, diesen blöden fanatischen Mist? Nein. Ja,
ours. Ah. Come here for help. All you will find is death. You are not leaving alive. Sehr gut. Also, irgendwo hier ist noch einer. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Schießerei lieber ist als die Zombies. Er fragt sich nur, ob die Schießerei immer noch gut Schaden macht dann auf die Zombies. Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Hast du irgendwo noch Munition oder? Nee, ich hab jetzt. Ah! Ich hab vorher nicht nachgeladen einfach. So, bei uns läuft aber die Zeit auch schon wieder aus. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie es momentan bei dir ausschaut. Ja, doch. Zeit ist relativ gegen Ende geneigt. Wir töten jetzt nochmal die letzten paar hier. Jo. Würde ich auch sagen. Dass wir dann vielleicht einen Kontrollpunkt erreichen. Ja, voll. Okay. Totally. Yay, Aufstieg. Mal wieder. Kritisch, tot. Jawohl, ja. Da. Mit der Handfeuerwaffe einfach mal in Nahkampfreichweite gehen. So, und komm mal ran hier auf den Meter. Sehr gut, machst du das? Was machst du gut? Einmal kurz die Munition hier einsammeln. Ah. So, okay. Und dann entferne ich mal das Rohr. Ja, entferne das Rohr. Hey, du Depp. Hey! I knew Mother Helen would send someone. Now that these devils are gone, we can take care of the water. Pass. We'll go with Frank to start the pumps. But in the meantime, we could use more help. Ja, ja, ja. Gut, und damit hätten wir einen Kontrollpunkt. Voll. Das heißt, und die Typen sind mir egal. So, also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von der Toteninsel und der Erlebnissen da drauf und keine Ahnung. Und ja, bis dahin. War das ein Warnschuss? Nein, das war ein Kopfschuss. Ah, okay. Gut. Ne? Also dann, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.